Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß an Shopping-Videos, weil, hatte ich im letzten Video angekündigt, ich war wieder bei Rossmann. Was ich da gefunden habe, zeige ich euch nach einer kleinen Werbepause. Irgendwann bewerbe ich mich doch noch als Nachrichtensprecherin oder so. Ich meine, das wäre doch mal eine Show, ne? Die Ole im Fernsehen. Egal, Spaß muss sein. Gleich geht's wirklich los. So, guck dir das an. Die ganze Kiste voll. Ich bin fündig geworden und sowas von fündig. Und da möchte ich euch dran teilhaben lassen. Es sind Sachen bei, die habe ich noch nie gesehen, die habe ich noch nie ausprobiert. Ich werde sie jetzt ausprobieren und will mal gucken, was da passiert. Also es sind auch gleich noch so ein bisschen Ankündigungen von Tests. Und wir können ja dann nochmal drüber reden. Es sind nicht nur für mich neue Sachen, sondern auch neue Sachen in gewissen Sortimenten dabei. Aber labern wir nicht lange rum. Fangen wir an. Wo fangen wir an? Fangen wir mal mit was ganz Neuem an. Und zwar von der Firma Isana. Dieses Produkt. Das ist, da steht drauf, da, 45% längere, vollere und dichtere Wimpern. Dann steht da Eyelash. Wimpernwachstumscreme. Ihr kennt doch auch diese Dinger, die man da so drauf pinselt. Das ist eine Creme. Eine signifikante Reduktion dunkler Augenringe für jeden Hauttyp von der Rossmann Eigenmarke. Ich habe vorm Regal gestanden und habe überlegt, wie geht das jetzt? Also es soll dunkle Augenringe minimieren und soll gleichzeitig die Wimpern wachsen lassen. Ich habe aber die Augenringe doch nicht auf den Wimpern, also auf den Lidern, sondern drunter. Also habe ich es mir durchgelesen, wie man es anwendet. Morgens und abends nach der Reinigung sanft auf die oberen und unteren Augenpartien und auf die oberen Wimpern auftupfen oder leicht einmassieren. Die extra sanfte Augenpflege kann ebenfalls auf die Augenbrauen aufgetragen werden. Ein Ergebnis soll nach 8 Wochen sichtbar sein, und zwar 45% mehr Wimpern, deutlich längere Wimpern, 45% neue junge Wimpern und signifikante Reduktion dunkler Augenringe. Es ist hautverträglich, dermatologisch und augenfachärztlich mit sehr guter Verträglichkeit bestätigt und ist auch für Kontaktlinsenträgerinnen geeignet. Wieso steht denn da nur Trägerinnen? Dürfen Männer das nicht machen? Ist mir jetzt wurscht, ist so. Joa, habe ich gedacht, ne? 15 Milliliter sind darin. Und alles, was irgendwie ganz schlecht ist, so wie Alkohol und so ein Gedöns, steht etwas weiter hinten. Also habe ich gedacht, kannst du mal machen, weil Alkohol trocknet meine Augen immer so aus. Da ist die kleine Tube. Schau dir an, wie niedlich. Und sie ist nur bis dahin gefüllt. Also lasst euch nicht von der Größe der Tube täuschen. Bis dahin gefüllt. Das ist jetzt eine Augencreme, die mit so einem Applikator kommt, also super zum Auftragen unter den Augen. Habe ich gestern Abend mal versucht, mit dem Applikator auf meine oberen Wimpern aufzutragen. Läuft nicht, hast du da Gedöns in den Augen, willst du nicht. Also schön hier auf der Hand. Ist so ein bisschen, also es hat eine ölige Konsistenz. Es ist natürlich erfrischend, was unter den Augen immer schön ist. Und ich hatte bei dem Auftrag gestern Abend, es riecht gut, also doch, riecht gut, finde ich. Aber jeder hat da ja so einen anderen Geschmack, ne? Es glänzt, es ist frisch und es ist sehr, sehr reichhaltig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mir die ganzen Inhaltsstoffe noch nicht so richtig durchgelesen. Ich habe nur geguckt, wo ist der Alkohol? Guck mal, das alles sind Inhaltsstoffe. Aber ich sehe jetzt gleich Silk Powder, Sodium und Lecithin, Glycerin und all so ein Gedöns. Und ich meine, das ist was, was schon auch für die Feuchtigkeit sorgt. Also ich werde das Dingens hier ausprobieren.
15 Milliliter. Ich will mal schauen, ob ich 8 Wochen damit hinkomme. Und dann sage ich euch Bescheid. Also ich verwende jetzt mal nichts anderes, auch das Serum nicht, sondern nur das. Also es fühlt sich wirklich sehr reichhaltig an und ich habe es über Nacht drauf gemacht. Was ich noch heute Nacht drauf hatte, ist dieses Produkt. Schau, das ist so ein Gel. Und zwar ist das von Rival de Lube Young Overnight Hardening Mask mit Propeptidkomplex. Habe ich gedacht, so, hä, Mask? Und dann mit so einem Pinsel? Also, das kannte ich auch noch nicht, ne, guck. So, und dann kam ich aber dahinter, dachte, die ist für den Nägel. Das ist ein härter, Nagelhärter. Und da steht, also 7 Milliliter sind drin. Die intensive Nagelpflege hilft, oh, das ist so klein und weiß, hilft die Nägel zu stärken und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Auf den Nagel auftragen, einmassieren und über Nacht einwirken lassen. Habe ich heute Nacht drauf gehabt. Ja, ich habe meine Nägel, also Nagellackentferner, ne, und dann das da drauf. Es ist eine sehr schöne Konsistenz. Und dann habe ich das halt auch so ein bisschen einmassiert. Und man hat erst so eine halbe Stunde mindestens wirklich ein feuchtes Gefühl auf den Nägeln. Also es backt auch so ein bisschen, nicht unangenehm. Also das kann ich wirklich nicht behaupten. Und da bin ich sehr gespannt. Ist auch eine Mini-Größe, war auch nicht so kostenintensiv. Also ich habe auf Preis wieder geachtet. Und auch da werde ich von berichten. So, und dann habe ich einen Restbestand aufgekauft. Und zwar von Isana Professional Schaumtönung. Hält bis zu 6 bis 8 Haarwäschen ohne Ammoniak. Sofort gebrauchsfertig mit Glanzformel in der Farbe 016. Silberblond. Da habe ich alle 3 Packungen, die noch vorrätig waren, mitgenommen. Das werde ich auch ausprobieren, werde euch berichten. Aber es versprach eine einfache und leichte Anwendung. Das Haar waschen und Handtuch trocken frittieren. Handschuhe anziehen, Dose schütteln und den Schaum auftragen. Gleichmäßig verteilen. Nach der gewünschten Einwirkzeit gründlich ausspülen, bis das Wasser klar ist. Fertig. Wenn ich einen leichten Farbeffekt haben möchte, dann lasse ich es 3 bis 10 Minuten einwirken. Möchte ich mittlere Farbeffekte, dann bis zu 20 und intensive Farbeffekte bis zu 30 Minuten. Ich werde es 30 Minuten drauf lassen, das weiß ich jetzt schon, weil ich wieder den Gelbstich aus meinem Haar herausbekommen möchte und im Moment keine Lust habe auf Direktzieherfarbe. Keine Ahnung warum, aber irgendwie sind meine Haare in der Zwischenzeit so, dass die das Lila sehr stark annehmen. Also nicht mehr diese gräuliche Geschichte machen. Oh, ich sehe aus. Ich habe übrigens schon gearbeitet, ne, von 5 bis 9. Bin seit 3 Uhr wach. Jetzt haben wir es. Wo ist die Uhr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gegen Mittag. Also probieren wir das doch mal aus. So, was haben wir noch? Ich habe so viele interessante Produkte, weil ich hatte die Brille mit. Hurra! Das heißt, ich konnte lesen. Und ich habe mir von Rival de Lube den Sweatproof Lip Gloss mit Cooling Effekt gekauft. Finde ich richtig gut. Den kannst du auf Lippen machen. Einfach ohne irgendein Gedöns. Ich habe den ausprobiert. Der hat so eine ganz komische Farbe. Und ihr seht, der schmiert. Ich habe den gestern einmal aufgetragen. Und da habe ich so ein bisschen fester auf die Tube bekam. Erst nichts und dann kam alles. Man kennt das ja. Wie das so ist, auch jetzt versuche ich wieder, da, guck, so ein Gel. Na, und das babschte dir auf die Lippen, mach das mal gerade. Nicht übel, ne? Aber das ist ein Schmerkram, guck dir das an. Es ist also es wird nach einer Zeit, irgendwie muss da Pfefferminz oder so drin sein. Es riecht ganz angenehm, so ein bisschen wie so ein Fruchtkaubonbon. Die Farbe finde ich erträglich. Und es wird kühl. Das kann ich mir vorstellen. Einfach im Sommer trockene Luft oder was weiß ich. Egal wo man ist, einfach mal drauf. Es ist eine Lippenpflege und hat diesen cool Effekt. Den finde ich, wenn es richtig heiß ist, richtig angenehm. Hat 10 Gramm Inhalt und ist 6 Monate haltbar.
Mal gucken, was draufsteht. Der Lipgloss mit Cooling-Effekt verleiht den Lippen nicht nur natürlichen Glanz und leichte Einfärbung, sondern sorgt dabei für einen angenehmen, kühlen Effekt, ideal für das Workout. Naja, beim Workout brauche ich das nicht, aber wenn es mal richtig heiß draußen ist, warum nicht? Wollte ich unbedingt ausprobieren. So, und da sind wir schon bei der nächsten interessanten Geschichte, auch von Rival de Loop, und zwar den Sweatproof Make-up Converter. Denkst du, hä? Was nö? Das habe ich mir durchgeguckt. Da sind Tropfen drin. Mal gucken, welche Menge. 9 Milliliter. Ne, das sind so Tropfen. Klare Flüssigkeit. Und da kannst du jede Foundation, die du hast, kannst du davon einen Tropfen reingeben. Und dann soll die Foundation... Jetzt guckt schon wieder die Nase. Was ist denn los? Sorry. Ich kann immer so schlecht an mich halten. Dann ist jede Foundation waterproof. Das heißt, wasserfest. Ich meine, ihr wisst, was waterproof heißt, aber mir fiel gerade nichts anderes ein. Also ist garantiert sweatproof. Dank des Tropfapplikators sorgt es für optimalen Auftrag. Die handliche Flasche passt optimal in jede Sporttasche. Anwendung. Ein Tropfen zum verwendeten Make-up geben. Die Dosierung je nach verwendeter Menge des Make-up anpassen. Finde ich auch interessant, werde ich testen. Demnächst geht es wieder zum Sport. Dann werde ich mir das in so eine ganz normale Tagescreme oder so mit reinmachen, die ein bisschen gefärbt ist. Davon habe ich ja genug. Und dann will ich mal schauen, ob das funktioniert. Finde ich nicht uninteressant. Weiter geht's mit Rival de Loop. Da gab es diese kleine Packung. Na, guck mal, so ein Lückending. Runtergesetzt bei Rossmann für 1,49. Na, so ein Lückending. Und hinten steht drauf Harmony Primer mit Lavendelöl für ein entspanntes Ergebnis. So, jetzt habe ich das im Laden nicht aufgefriemelt gekriegt, konnte mir also den Inhalt nicht angucken, habe ich aber gedacht, ach, das gönnst du dir mal den Spaß für 1,49. Guckst, was das ist. Da ist drin. Na, komm raus. Ich mein ganz sicher noch so was. So ein kleines Pöttchen, siehst du? Und drauf steht Just Beauty Harmony Primer. Guckst du von der Seite, denkst, da ist ja gar nichts drin. Na, guck mal. Und ich mache das so auf und gucke. Riecht gut. Und dann ist da so, sieht fast aus wie Glycerin oder irgendwie so ein Gel. Ist eine ganz kleine Menge, also nichts Dolles. Es sind drin, steht nicht drauf. Nö. Auf jeden Fall ist ganz viel Aqua drin und ach, was weiß ich alles, Hyaluron und ach, Glycerin, Panthenol und also ein Lavendula, also ein Gedöns. Und da habe ich gedacht, naja gut, für den Preis nimmst du das mal mit, probierst du aus. Manchmal sind so Überraschungen gar nicht so übel, vor allem ich habe viel Zeit bei Rossmann verbracht, weil ich viele Produkte halt mir angeguckt habe und einfach mal schauen wollte, was gibt es noch, außer das, was ich sonst eh immer benutze und was wir alle kennen. Habe ich gedacht, kaufst du mal Sachen, die keiner kennt und ihr vielleicht auch nicht. Und vielleicht ist das ein oder andere Tolle ja dabei. Bevor wir noch zu unbekannten Ufern aufbrechen, habe ich mir was Bekanntes mitgenommen. Und zwar den Isana Augen Make-up Entferner Fling mit Aloe Vera und Ginkgo. Ist ölhaltig für wasserfestes Make-up geeignet. Ich nehme das allerdings nur, um meine Wimperntusche abzunehmen von den Augen. Gebe ich mir auf einen Wattepad. Leg den Wattepad aufs Auge, bewege den ganz sanft und ruckzuck ist alles weg. Das Zeug finde ich richtig gut. Es brennt nicht, es macht nichts Unangenehmes mit meinen Augen. Ganz im Gegenteil, ich nehme mir das dann nicht gleich wieder irgendwie runter von den Augen, weil es ist ja auch im Unteraugenbereich dann ölhaltig, sondern ich lasse das ein bisschen einwirken in der Hoffnung, dass die Aloe Vera und Ginkgo meinen Unteraugenbereich ebenfalls pflegen. Läuft gut, eine habe ich schon verbraucht, bin ich mit zufrieden, sind 100 Milliliter, kostet 1,49.
Jetzt wieder was Unbekanntes Neues. Und zwar gibt es von Merz Spezial neu diese beiden Dinge. Das ist einmal ein Enzym-Peeling-Puder, Fruchtenzym und Haferprotein, reinigt Poren tief und besonders schonend, reduziert Unreinheiten und verfeinert das Hautbild. Sofort effektiven reine Haut in nur 30 Sekunden für trockene Haut bis Mischhaut. Darin sind zwei Anwendungen. Ich mache das mal auf. Aha, so sieht das Produkt also aus. Ups. Ich habe da zwei so Tütchen. Es ist wirklich ein Pulver. Wie soll das denn funktionieren? Ah, das Pulver auf die angefeuchtete Handfläche geben, mit Wasser vermischen und zwischen den Handflächen aufschäumen. Auf Gesicht, Hals, Dekolleté auftragen, ca. 30 Sekunden einwirken lassen, eventuell etwas einmassieren. Danach gründlich abspülen, je nach Hauttyp ein- bis dreimal wöchentlich das Peeling anwenden. Das werde ich definitiv nicht tun und ich empfehle auch niemandem, der trockene Haut hat, mehr als einmal pro Woche ein Peeling zu machen. Ich bin sogar so drauf, dass ich nur alle 2 Wochen Peeling mache, weil die Haut braucht eine gewisse Zeit, um sich zu regenerieren. Und wenn du immer wieder alles, was sich angesammelt hat und was auch positiv für die Haut ist, runterwäscht, das kann nicht gut sein. Meine Meinung. Ich meine, klärt mich auf, wenn es anders ist. Das Puder ist sehr ergiebig und kann sparsam verwendet werden. Aber man sollte den direkten Kontakt mit den Augen vermeiden. Also wenn sowas da draufsteht, ne, dann bin ich ja schon immer kritisch. Weil dann denke ich, da ist irgendwas drin, was nicht gut ist. Aber ich glaube, so ein Enzympeeling ist sowieso ziemlich massiv für die Haut, oder? Ich habe sowas noch nie gehabt. Darum muss ich mal schauen, wie das aussieht. Wir haben hier jedenfalls noch was Fruchtenzym, Haferprotein, Beauty-Tipp, also da steht jede Menge drauf. Kannst du dich erstmal belesen. Das war die eine Sorte in neu. Und die andere Sorte habe ich Detox-Maske, Meeresalge und Leinöl. Klärt die Poren tiefenwirksam und verfeinert das Hautbild. Ebenfalls Soforteffekt 83% frischerer, gesünderer und strahlenderer. Auch wieder bekannt, die zwei Dinger hier, so ein kleines grafisches Gedöns drauf und wieder jede Menge zu lesen. Ach, eine bestätigte Wirkung gibt es. Frischerer und gesunderer Teint 87%, verbessertes Hautgefühl 87%, strahlendere Haut 83% und reduzierte Hauttrockenheit 90%. Das finde ich gut. Und hier ist auch kein Warnhinweis für bitte nicht in die Augen, sondern dermatologisch getestete Hautverträglichkeit. Sehr gut. Mit natürlichen Wirkstoffen, Rezeptur frei von Parabenen, ohne Zusatz von Farbstoffen. Es ist antioxidativ. Naja, und also ein Gedöns. Ne? Da steht jede Menge drauf. Also man kann da Zeit mit verbringen, um sich das durchzulesen, dauert wahrscheinlich länger als die Anwendung der Maske. Aber ich bin da sehr interessiert dran und ich werde berichten. Und ich bin lange noch nicht am Ende angekommen, ne? Schon klar. Ich habe mir sogar mein neues Deo gegönnt, weil ich wollte das mal ausprobieren. Und zwar ist das ein Deo ohne Aluminiumsalze. Es ist regenerierendes Ritual, soll 48 Stunden vorhalten mit Kokos- und Jasminblütenduft, hat 0% Alkohol und 1/4 soll Pflegecreme sein. Und zwar ist das von der Firma Dove und auch neu. Alleine, ich habe schon immer an den Regalen nach neu geguckt und das hier ist neu. Inspiriert von den Schönheitsritualen indischer Frauen mit Kokos- und Jasminblütenduft. Probiere ich aus. Wollen wir mal schauen, ne? Ich glaube, ich rieche mal dran, oder? Was steht denn hier unten? Da ist so ein Siegel drauf. Ich versuche das gerade zu entziffern. Also ist immer hier irgendwie so ein Umweltsiegel oder so ein Gedöns drauf. Wollen wir mal gucken.
Das ist aber ein feiner Nebel. Leute, wie gut riecht das denn? Wow, richtig gut. Ich bin wirklich, jetzt schmeiße ich hier noch den Deckel durch die Gegend. Bin wirklich gespannt, weil bei diesen ohne Aluminiumsalze wird sich ja noch immer drüber gestritten, ob es wirklich den Geruch hemmt oder nicht hemmt. Das ist das erste Produkt in der Art, weil sonst benutze ich eine Deo-Creme. Die ist jetzt aber bald alle und da dachte ich auch, probiere ich mal. Normalerweise vermeide ich gerne solche Flaschen, ich weiß nicht, weil früher wurde ja immer gesagt, dass diese Dosen irgendwie die Ozonschicht oder so demolieren. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich probiere es jetzt einfach. Ohne Versuch wirst du nicht klug, ne? Kommen wir mal wieder zu was Dekorativen. Und zwar Rival de Loop. Irgendwie habe ich da schon wieder so lange rumgestanden. Habe ich mir einen Eyeshadow Stick Matt in 04 Brick gekauft. Das ist so ein Stift. Und der hat ja hinten keinen Spitzer. Welcher war das mit dem Spitzer? Erinnere ich mich nicht. Na, auf jeden Fall ist das ein Creme-Lidschatten. Gucken wir uns die Farbe an. Ich habe es noch nicht geswatcht. Ist der weich, Alter. Guck mal. Habe ich gerade Alter gesagt? Nee, ich wollte bestimmt Alter Schwede sagen. Egal. Aber feine Sache. Jetzt gucke ich mal, ob ich das mit dem Finger gut verteilen kann, also verblenden kann. Gutes Ding. Jetzt fällt mir was ein. Das wäre eine gute Basis für meinen Glitzer-Lidschatten von Love, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. Weil das hier ist zwar nicht ganz matt, aber das könnte von der Farbe her richtig gut passen. Da habe ich wohl einen guten Treffer gelandet. Ist haltbar für 12 Monate. Ist matt. Na, siehst du, da haben wir es doch. Na, sieht jetzt nicht ganz matt aus, aber wenn die sagen, ist matt, dann ist das matt. Aber das werde ich mal zusammen kombinieren. Finde ich gut. So, dann habe ich mir einen Lippenstift von Catrice geholt. Und zwar Generation Plump and Shine, den Lipgloss. Habt ihr bestimmt schon öfter gesehen, oder? Long Lasting mit optimalen Plumping-Effekt. Langanhaltender Lipgloss, der die Lippen optisch aufpolstert. Made in Italy. Jetzt habe ich aber schon was drauf. Egal, passt auch noch rüber. Farbe fand ich eigentlich ganz schön, oder? Wollen wir mal gucken. Was sagst du? Plumping. Der wird aber nicht frisch. Das ist die Farbe 070 Nude. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das Nude ist. Kommt meiner Lippenfarbe auch sehr entgegen. Schönes Ding, werde ich testen. Super Sache. Da ich ja jetzt eh schon ein Spray, ne, dieses hier im Einkauf habe ich mir gedacht, dann kannst du auch gleich noch ein zweites mitnehmen. Du kommst auch nicht mehr drauf an. Und habe mir von Esana das Wasserspray mit Kokosduft gekauft. Und warum ich es gekauft habe, ist auch zur Make-up-Fixierung. Und erfrischt Gesicht und Körper. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Und ich glaube, das könnte für die kommenden heißen Tage eine super Sache sein. Vor allem wird es auch gut, weil ich hatte ja schon erzählt, am 18.06. fahre ich zu meiner Tochter nach England. Ich fahre immer mit dem Auto. Also Jückel hier von Hameln bis an holländische Küste. Von da aus sitze ich dann 9 langweilige Stunden auf der Fähre fest. Und in England angekommen, in Harwich, brauche ich nur noch 1 Stunde bis zum Tochterkind. Und da sitze ich halt lange im Auto, lange in trockenen Räumen. Und da will ich mir das ins Handgepäck packen, also so in meine Handtasche. Ne? Dann kannst du mal zwischendurch ein bisschen auftragen. Und ist ja eine lange Zeit, die man da so unterwegs ist. Wartet mal, so Holland 4,5 Stunden. 9 Stunden Fähren sind wir bei 14,5 Stunden bin ich unterwegs, um knapp 600 Kilometer zu überwinden, auch ein Ding, ne? Ich weiß auch nicht, allen möglichen Scheiß erfinden sie, warum machen sie keine Autofähren, die ein bisschen schneller sind? Na, guckst du dir an, den Ärmelkanal, so breit ist der gar nicht, von Noord-Holland bis nach Harwich.
Warum muss das 9 Stunden dauern? Verstehe das nicht. Naja, auf jeden Fall ist dann mit an Bord in meiner Tasche und dann probiere es aus, mache ich jetzt nicht, weil ich nämlich schon festgestellt habe, dass der Sprühstrahl nicht der feinste ist. Also, ob ich das jetzt nach dem Make-up, wenn das fertig ist, drauf mache, direkt ins Gesicht. Hinterher läuft mir die ganze Suppe. Also es ist kein feiner Sprühstrahl oder ich habe ein Montagsprodukt erwischt. Who knows? Also 2 Sachen habe ich noch. Auch, die nehme ich auch mit, weil sowas habe ich immer gerne bei mir. Steht auch drauf. Neu, darum durfte es dieses Packaging sein. Isana 25 feuchte Kosmetiktücher, nun kommt's, ohne Alkohol. Und mit Allatoin und Mandelöl für Gesicht und Augen. Finde ich gut. Ich mache das immer so, dass ich mir auf der Fähre eine Kabine nehme und versuche, es ist schwer tagsüber zu schlafen, aber ich versuche mich immer so ein bisschen zu entspannen und dann mache ich eben einfach auch mein Make-up ab. Und bevor wir dann anlegen, mache ich neues Make-up drauf. Also ich fahre morgens los und bin abends um 10, halb 11, bin ich dann bei meiner Tochter. Die sind ja aber doch noch eine Stunde zurück. Also kannst du ja ausrechnen, wie lange du da weg bist, ne? Sind 25 Stück drin, das soll mir reichen für den Urlaub. Und ich mache auch, wenn ich in den Händen was habe unterwegs, reinige ich die auch damit. Die nehme ich mit und die hier bleiben hier. Und zwar habe ich von Isana Young augenärztlich getestete 5-in-1 Reinigungstücher. Entfernen wasserfestes Augen-Make-up, reinigen sanft, klären und erfrischen, pflegen die Haut und 0% Alkohol für alle Hauttypen geeignet. Die habe ich mir auch mal mitgenommen, weil hin und wieder habe ich die mal ganz gerne und naja, warum nicht, ne? So Leute, das war's. Kartonchen ist leer. Das war sehr umfangreich. Also, ne? Ich werde mir, wenn ich das aufgebraucht habe, werde ich tatsächlich jetzt doch Verpackungsmüll sammeln, damit ich euch so als Gedächtnisstütze für mich plane. Damit ich euch dann später auch davon berichten kann, was habe ich verbraucht, was habe ich benutzt, wie hat es gewirkt. Ich mache mir Notizen, weil in unserem Alter vergisst man ja auch gleich mal das. Nein, im Ernst, ich spreche da nochmal drüber. Also ihr werdet alle Produkte nochmal wiedersehen. Und dann reden wir über das Für und Wider. Wenn ihr aber Bock habt, dann guckt nach dem einen oder anderen Produkt. Vielleicht war was dabei, was euch interessiert. Ich bleibe dran. Bäckchen gepackt. So, alles wieder in. Fertig mit dem Video. Ich habe auch überlegt, wenn ich in England bin, da werde ich mein iPad mitnehmen und werde dann mit dem iPad filmen und werde dann halt auch Beiträge machen. Vielleicht nehme ich euch mal mit an die See, weil wir haben die Nordseeküste in England, die ist maximal halbe, dreiviertel Stunde entfernt. Und England ist so, abgesehen davon, dass das Kind da lebt, auch so unglaublich schön. Ich muss mal gucken, ob ich noch so ein, wie heißen die Dinger? Weißt du, die du ins Auto klemmst, wo das Handy reinklemmst, fährst und Kamera läuft nebenbei. Will ich mal gucken, ob ich sowas machen kann. Ich fahre ja mit dem eigenen Auto. Auch dieses Linksfahrgedöns, kein Ding. Schon so oft da gewesen. Ja, und da mache ich dann auch Filme. Aber vorher sehen wir uns natürlich auch noch. Ich lasse mir was einfallen. Wenn ihr besondere Videowünsche habt, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Und ich gucke mal, was wir sonst noch so auf Lager haben. Weil Shoppen fällt erstmal aus. Muss jetzt für den Urlaub sparen. Alles gut, ne? So, ihr Liebchens. Jetzt mal nicht vom Acker. Nachher färbe ich meine Haare. Seht ihr dann im nächsten Video, wie das denn aussieht. Und wollen wir mal schauen, ne? Okay, ihr Süßen. Bis dann. Tschüss.